Hallo meine Lieben, heute habe ich ein ganz besonderes Video. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Aber die liebe Sarah von Alice im Bücherland hat mich gefragt, ob ich Lust habe, bei einem Tauschpaket mitzumachen. Und das funktioniert so. Wir haben gegenseitig unsere Wunschlisten getauscht, also das, was wir gerne lesen möchten in der nächsten Zeit, was wir noch nicht besitzen. Und haben einen Betrag festgemacht und dann jeweils für den gegenseitig für den anderen bei Rebuy bestellt. Also haben dann aus dieser Wunschliste bestimmte Bücher rausgesucht, von denen der andere nicht weiß, welche wir ausgesucht haben, und haben uns dann gegenseitig diese Pakete geschickt. Und genau, das habe ich jetzt hier, dieses Paket. Es ist angekommen, es ist noch nicht auf und ich freue mich total. Und bin auch wirklich total aufgeregt, weil ich nicht weiß, was da drin ist und weil ich einfach hoffe, dass die liebe Sarah zufrieden mit meinem Paket ist, was ich ihr geschickt habe. Und genau, ihr Video werde ich natürlich auch verlinken. Und ich möchte euch auch gerne noch ein Video von der Sarah und von der lieben Jenny von Jennys Lesestoff verlinken oben. Die beiden haben das nämlich schon mal zusammen gemacht. Und daraus sind auch zwei Videos entstanden dementsprechend. Und die würde ich euch dann einfach auch hier oben verlinken. Und schaut doch mal gerne da rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich finde dieses Konzept total toll. Einfach, weil man so irgendwie so Freude dabei empfindet. Ja, und Überraschung. Im Prinzip ist es ja so, dass da Bücher bei sind, auf die man wirklich Lust hat, sich die aber noch nicht geholt hat, aus welchen Gründen auch immer. Und nicht dazu gekommen ist, weil der Sub ewig lang ist oder was auch immer. Und dann ist es doch irgendwie total cool, eine Überraschung von jemand anderem zu bekommen und jemand anderem eine Freude zu machen. Und ich mag das Konzept und ich muss halt auch sagen, für mich hat sich dieses Videodrehen und BookTube, diese ganze Sache, ich bin einfach so froh, dass ich damit angefangen habe. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal in den Videos gesagt, aber ich muss das nochmal wiederholen, weil ich auf diesem Wege einfach wirklich tolle, coole Menschen kennengelernt habe und ich den Austausch mag und diese Community, in der ich mich jetzt so einfach gerade bewege, total nett und respektvoll ist. Und es ist für mich auch kein natürliches, einfach Videos zu drehen, das muss ich dazu sagen. Ich bin kein Mensch, ich bin nicht super introvertiert, aber auch nicht super extrovertiert. Ich irgendwas dazwischen, aber es ist wirklich so, dass ich nicht der Mensch bin, der sich generell so öffentlich zu irgendwas äußert im Endeffekt. Also man macht sich ja auch ein bisschen verwundbar, finde ich, dadurch, weil man einfach seine Meinung zu bestimmten Dingen sagt. Und ich finde das toll und ich finde das auch bei anderen toll. Und ich bin froh einfach, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Und so, jetzt bin ich vom Thema auch abgewichen, genau. Ich fange einfach mal an und ich möchte gerne das Paket mit euch zusammen aufmachen. Und ich möchte auch einfach gucken, dass ich die Bücher rausnehme, ohne dass ich sie selber schon gesehen habe. Das hatte ich mir bei der oder habe ich bei der lieben Sarah dann auch im Video mit Jenny dann gesehen und dann ist die Überraschung einfach viel, viel größer, glaube ich. Und deswegen mache ich das jetzt auch so. Ich könnte ja im Prinzip jetzt einfach schon gucken, was drin ist, aber das würde irgendwie, vielleicht macht es mehr Spaß, dann einfach mit euch zusammen zu gucken, was da drin ist. Beziehungsweise seht ihr es erst später, aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt versuche ich es einfach mal aufzumachen, ohne die Schere zu benutzen. Die liegt hier irgendwo. So. Okay, ich habe es jetzt hier aufgemacht und ich hole einfach mal so die Bücher raus. Ich gucke gerade, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher. Da ist ein Hardcover, aber ich sehe das schon. Okay, das nehme ich zum Schluss raus, glaube ich. Ich fasse jetzt einfach mal rein und hole mal raus, was da so ist. Dann sage ich euch was dazu. So. Ach. Ja, Mann, ich bin richtig, richtig krass happy. Also, Sarah ist auch einfach echt toll, ne? Also wir haben halt ja auch ein bisschen so hin und her kommuniziert und ich habe ihr, ich habe ihr gesagt, dass das eins der Bücher ist, was ich so, so toll finde und ich kenne es halt schon, ich kenne auch den Film, aber ich will dieses Buch unbedingt in meiner Sammlung haben. Und ich habe hier folgendes Buch, das ist Gute Geister von Catherine Stockett, The Help. Und ich liebe dieses Buch und ich liebe den dazugehörigen Film auch, also es ist wirklich einfach eine fantastische, tolle Geschichte. Ich kann euch mal kurz vorlesen, was hinten drauf steht. Veränderung beginnt mit einem Flüstern. Jackson, Mississippi, 1962. Und ich habe ja einen Bezug zu Mississippi, muss man dazu sagen. Ich habe einen, oder beziehungsweise mein Mann und ich haben einen sehr guten Freund, der beste Freund von meinem Mann, der ist in New Orleans aufgewachsen und auch in Mississippi, also in Purlington, das ist ein Ort dort. Und da waren wir auch schon und es ist einfach so, wie man sich es in den Filmen vorstellt manchmal. Ja, wie auch immer, ich bin momentan auch wirklich total gut drauf und
schweife dann manchmal ab, weil ich dann einfach so in Schwärmen komme. Naja, egal. Also drei außergewöhnliche Frauen brechen mit allen Konventionen. Sie haben das Gefühl zu ersticken und wollen etwas verändern in ihrer Stadt und ihrem eigenen Leben. Spätestens jetzt sollen sie gute Geister lesen und sich in die Frauenfiguren verlieben, in die witzigen, warmherzigen und die boshaften. Ja, es ist einfach wirklich so ein tolles Buch. Wie es auch so oft ist, es ist schon länger her, dass ich es gelesen habe, deswegen komme ich jetzt gar nicht mehr so ins Detail auf die Geschichte, aber deswegen ist das mein erster Reread, den ich im neuen Jahr machen werde. Und ich bin so froh, dass mir die liebe Sarah dieses Buch besorgt hat. Ich bin richtig, richtig happy. Es ist wirklich das erste Reread-Buch, was ich für nächstes Jahr mir jetzt vornehmen werde. Und deswegen freue ich mich mega, mega mäßig drauf und kann es allen nur ans Herz legen. Es ist eine warmherzige, schöne Geschichte. Starke Frauen in den 60er Jahren in Mississippi. Ja, keine Ahnung, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ich werde nochmal darüber berichten, sobald ich das Reread gemacht habe und wieder ein bisschen mehr in die Story reinkommen. So, und dann gucke ich schon direkt weiter. Ich lege das mal kurz weg. So, und dann schauen wir mal und pack einfach mal nochmal rein. Also, krass, und dann habe ich schon direkt das nächste Buch, was auch ein Reread werden wird. Es ist nicht so, meine Wunschliste ist ewig lang, wirklich. Aber ich habe mit Absicht Bücher reingepackt, die ich unbedingt nochmal lesen möchte, die ich nicht in meinem Bücherregal habe. Es ist nämlich so, als Studentin und auch früher, also bevor ich studiert habe oder bevor ich weggezogen bin, habe ich wirklich regelmäßig, also ich war, glaube ich, die Stadtbücherei war mein zweites Zuhause. Und das da übertreibe ich tatsächlich nicht. Also ich habe mir alle möglichen Bücher in meiner Stadtbücherei ausgeliehen. Und als Studentin hat man auch wenig Geld. Das ist einfach so. Und das war für mich so das Allerschönste, in der Stadtbücherei abzuhängen. Und ja, Bücher rauszusuchen und zu lesen. Und das ist auch ein Buch, was ich in der Stadtbücherei damals gefunden habe. Von Beth Hoffman, Die Frauen von Savannah. Und da habe ich auch zu der lieben Sarah gesagt, du, das ist so ein wunderbares, wunderschönes Buch. Und das hat mich total berührt. Und auch hier haben wir wieder eine amerikanische Stadt im Fokus und es ist auch wieder um dieselbe Zeit und es ist ähnlich wie Gute Geister, trotzdem ein bisschen anders, aber es geht um Frauen, die stark sind und ich liebe starke Frauen einfach. Ich finde, wir Frauen können so, so viel bewirken und ja, keine Ahnung, ich lese gerne Geschichten über starke Frauen, wirklich. Und ja, ich lese nochmal kurz vor, worum es hier geht und auch das ist mein Reread fürs nächste Jahr, wirklich. Ich liebe dieses Buch einfach so sehr. Ein sommerfrischer Südstaatenroman. Ja, und wirklich, wie gesagt, meine Liebe zu den Südstaaten. Nach dem Tod ihrer Mutter 1967 wird die 12-jährige Cece Honeycutt von ihrer Großtante Tootie aufgenommen, die in Savannah, Georgia, ein wunderschönes Südstaatenhaus bewohnt. Umsorgt von drei warmherzigen Frauen kann Cece ihre schwierige Kindheit in Ohio hinter sich lassen und blüht auf. Doch dann kommt es zu einem rassistischen Überfall, der Ceces neu gefundenes Glück je in Gefahr bringt. Ein zu Herzen gehender Roman, der von den starken Banden zwischen Frauen erzählt und die Freundschaft fällt. Ich kriege gerade wirklich Gänsehaut, weil das so ein schönes Buch war. Und diese Frauen, diese schon ein bisschen ins Alter gekommen Frauen, die trotzdem irgendwie elegant sind, aber auch irgendwie Witz und Charme haben. Und ich mag das. Ich stelle mir vor, wie ich irgendwie vielleicht mit 80 einfach auch noch Lebenslust habe und gerne zurückdenke an mein Leben. So ist das halt auch mit diesen Frauen so ein bisschen. Also jede ist da einfach anders. Wie gesagt, auch da kriege ich die Geschichte nicht mal komplett zusammen, aber deswegen wird das auch ein Reread und das Buch ist auch in super guten Zustand. Ich freue mich total. Ja, danke, liebe Sarah. Ich bin wirklich mega happy darüber. Dann kommen wir. Ich mag dieses Prinzip. Ich glaube, das könnte ich öfter machen. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch sowas, also ob ihr euch gerne sowas anguckt. Ich schaue mir sowas wirklich sehr, sehr gerne an. Also so auch so am Packing. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich mag das total. Ja, so vor allem, wenn das wirklich so dieses Tauschpaket-Ding, das finde ich einfach sehr, sehr schön. Wirklich. Ich glaube, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr da Interesse dran habt, sowas öfter mal zu sehen oder so. So, als nächstes, guck mal gerade. Ach, die ist echt. Das finde ich so cool. Die liebe Sarah hat ja wirklich Ahnung von Charlotte Link und hat da schon einige Bücher gelesen und ich habe öfter schon mal im Video gesagt, dass ich gerne mehr von Charlotte Link lesen möchte, weil ich da zwei, drei Bücher gelesen habe und die mega spannend und gut so im Thriller, warum sage ich immer Thriller? Im Thriller-Genre finde. Und ich glaube, ich habe auf meine Wunschliste geschrieben, ich wünsche mir ein Buch, was sie für mich aussucht in dem Genre. Kann das sein, habe ich das gesagt? Oder so in die Richtung. Auf jeden Fall habe ich so zwei, drei Wünsche so geäußert in der Wunschliste, wo ich mich nicht auf ein Buch festgelegt habe, sondern eher auf ihren Geschmack. Und das ist ein Buch von Charlotte Link, was ich noch nicht gelesen habe und ich finde es so, so cool, dass
dass Sarah mir das ja mit reingepackt hat, also beziehungsweise mitbestellt hat. Das finde ich klasse und da freue ich mich drauf. Jetzt habe ich direkt mit Thriller die. Oh, das wird so schwer, ne? Ich habe ja mein Currently Reading mal wieder komplett über den Haufen geschmissen und lese gerade wirklich wieder andere Bücher, obwohl ich mir was anderes vorgenommen hatte. Und jetzt kommen diese Bücher und jetzt weiß ich, ich glaube, wirklich, jetzt schmeiße ich schon wieder alles über den Haufen. Super. Nein, aber das finde ich klasse. Wir fahren über die nächsten Tage weg und ich glaube, das kommt mit. Ich glaube, das ist so ein Buch, was ich gerne ja, unterwegs lesen möchte. Da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Super. So, drei to go noch. So, jetzt gucke ich mal. Ich lasse das Hardcover, mache ich auch wirklich zum Schluss. So, ich gucke mal gerade. Ach, das freut mich total. Ach Mann, Sarah, ey, du bist wirklich toll. Ich freue mich. Ich glaube, du hättest keine bessere Auswahl so weit treffen können. Ich hoffe, mein Paket findest du genauso gut. Nachtzirkus von Erin Morgenstein. Und ich habe das Buch auf Englisch und wollte es unbedingt auf Deutsch haben. Und guckt euch mal dieses Cover an. Ich liebe es einfach. Ach, ja, also, alles, was mit Zirkus zu tun hat, ist ja bei mir, ne, das zieht mich ja magisch an. Schon immer so gewesen. Ich habe als Kind in Griechenland gelebt und da gab es eine griechische Miniserie oder sowas. Ich weiß nicht mehr, wie die Serie heißt. Ich habe sie nicht mehr gefunden, auch in Zeiten des Internets nicht mehr, aber vielleicht stoße ich irgendwann mal drauf. In dieser Serie ging es um ein jugendliches Mädchen, oder jugendlich war sie, glaube ich, nicht. Ich glaube, sie war ja so 10, 11. Und die wurde vom Zirkus entführt. Und es war aber so in ihrer Stadt, dass die Kinder, also dass Kinder, die es in ihren Familien schlecht hatten, von so einem wandernden Zirkus entführt wurden. Irgendwie so ging die Geschichte. Und ich war so fasziniert. Und ich kam zwar nicht aus einer schlechten Familie, ganz im Gegenteil. Ich liebe meine Familie abgöttisch. Aber ich habe immer das Fenster aufgelassen, weil ich gehofft habe, dass ich auch von diesem Zirkus mal abgeholt werde. Zumindest nur für eine Zeit lang, damit ich da in diesem Zirkus leben kann. Das, ich war ein sehr verwirrtes Kind manchmal. Aber deswegen kommt die Faszination auch vom Zirkus daher irgendwie. Ich kann euch mal kurz vorlesen, was hier hinten steht. Er kommt ohne Ankündigung und hat nur bei Nacht geöffnet. Der Cirque de Rêve, Zirkus der Träume. Zirkus der Träume, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Um ein geheimnisvolles Freudenfeuer herum scharen sich fantastische Zelte, jedes eine Welt für sich, einzigartig und nie gesehen. Doch hinter den Kulissen findet der unerbittliche Wettbewerb zweier verfeindeter Magier statt. Sie bereiten ihre Kinder darauf vor, zu vollenden, was sie selber nie geschafft haben, den Kampf auf Leben und Tod zu entscheiden. Doch als Celia und Marco einander schließlich begegnen, geschieht etwas, was nicht vorhergesehen war. Sie verlieben sich rettungslos ineinander. Ich meine, ganz ehrlich, Leute, das hat ja alles, was ein Fantasy-Buch braucht. Also ich bin da ganz selig gerade. Hier klebt auch ein Stern, das finde ich ganz witzig. Ich glaube, da hat jemand den Preis einfach verdeckt mit diesem Stern. Das finde ich ganz süß, passt auch gut zu dem Cover. Ach, schön, echt, da freue ich mich total. Ich mag das auch, guckt mal. Naja, cool, das ist auch im mega guten Zustand. Vielen lieben Dank. Das ist wirklich, also ich glaube, eine bessere Auswahl hättest du nicht treffen können, liebe Sarah. Ich bin da gerade ganz happy drüber. Und jetzt kommen wir zu den letzten zwei Büchern. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Okay. Ach man, weißt du, das ist wirklich, du hast tatsächlich die Auswahl getroffen, die ich jetzt gerade zur Zeit für mich brauche, die für meinen für meine Seele gerade, die meiner Seele gut tut. Wir haben von Suma und Kit die Bienenhüterin. Und da habe ich liebe ja Suma und Kit. Ich habe jetzt Granatapfeljahre von ihr gelesen, zusammen mit ihrer Tochter Enke Taylor hat sie das geschrieben. Und Enke Taylor, ihre Tochter, hat auch nochmal Shark Club, eine Liebe für die Ewigkeit oder so, geschrieben. Also ich mag die beiden super gerne. Und das Witzige ist, dass Granatapfeljahre ist ja so ein biografisches Buch, da geht es irgendwie um Selbstfindung, da Suma und Kit irgendwie so 50 geworden ist und da so für sie einfach ein neuer Lebensabschnitt begonnen hat und sie für sich einfach festgestellt hat, okay, es ändert sich jetzt einfach vieles, das heißt aber nicht, dass es schlecht ist. Und sie hat da nochmal beschlossen, nochmal eine andere Art von Buch zu schreiben. Irgendwas hat in ihr geschlummert und sie wusste nicht, was es ist. Und auf diesen Reisen, die sie in dem Buch Granatäpfeljahre unternommen hat, nämlich durch Griechenland, durch die Türkei und durch Frankreich, ist sie dann auf die Idee von der Bienenhüterin gekommen. Und das ist hier ein Roman, der auch verfilmt wurde. Ich kenne den Film, allerdings nicht das Buch. Und jetzt bin ich wirklich, wirklich gespannt, weil das nämlich auch so ein bisschen Ähnlichkeiten mit Gute Geister und die Frauen von Savannah hat. Ich lese euch mal kurz vor, worum es geht. Lillys Mutter ist vor 10 Jahren umgekommen. Ihr Vater herrscht wie ein grausamer Rachegott über die inzwischen 14-Jährige. Eines Tages flieht Lilly aus der bedrückenden Atmosphäre ihres Elternhauses. Sie findet bei 3 Bienenzüchterinnen Unterschlupf und sie behüten und die sie behüten, oh Mann,
Porträt, und die Geheimnisse weiblichen Wissens einweihen. Doch eines Tages steht der Vater am Gartentor. Und Leute, der Film war so herrlich. Ich glaube, dass Dakota Fanning, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, dass die Rolle des kleinen Mädchens gespielt hat, aber ich bin mir nicht mehr sicher, es könnte auch jemand anderes gewesen sein. Aber das war wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Film und ich kann mir nur vorstellen, dass das Buch noch besser ist, vor allem, weil ich Sumon Kidd einfach so mag. Und ich mag die Geschichte und wie ihr merkt, ist es wirklich wieder so eine ähnliche Geschichte wie, das erinnert mich vor allem an die Frauen von Savannah, weil da auch die Hauptdarstellerin, also Sissy, ja, nicht so eine glückliche Kindheit hat. Und ja, das ist wirklich, es sind so ein paar Parallelen da, aber die, ja, keine Ahnung. Und ihr merkt gerade, bei mir ist alles gerade im Zeichen von so ein bisschen wieder zu sich selber finden und ein bisschen was für die Seele lesen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Sinn macht, was ich alles sage, aber so fühle ich mich gerade irgendwie mal auch über starke Frauen lesen und sich so ein bisschen wieder ein bisschen zu sich finden. Und das finde ich ganz, ganz schön. Also deswegen ist das wirklich eine fantastische Auswahl. Also wirklich toll. So, und jetzt kommen wir zu dem Hardcover. Und ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt. Und ja, soll ich spannend machen? Ich kann es nicht spannend machen. Ich bin nicht der Typ, der sowas kann. Ich guck mal gerade. Ach Mann. Also da hat sie... Das ist krass. Boah, ich finde das so... Cool, ey. Wisst ihr schon, wie lange ich dieses Buch lesen möchte? Ich habe mich nicht rangetraut und ich bin wirklich schon seit Jahren ja irgendwie zu dran, dieses Buch zu kaufen, weil ich da schon so viel drüber gelesen habe. Es handelt sich um Patrick, wie spricht man ihn aus? Rothfuss? Ja, peinlich, ich kann es nicht aussprechen. Der Name des Windes und das ist wirklich etwas, was ich schon seit Ewigkeiten lesen möchte. Soweit ich weiß, gibt sich der Schriftsteller wirklich Zeit, damit dieses Buch, also die Fortsetzung des Buches zu schreiben. Da warten wohl ganz viele Fans drauf, seit 7 Jahren oder sowas, kann mittlerweile auch länger sein, ich weiß es nicht genau. Aber das war immer so eine Sache, weil ich dann mich nicht richtig daran getraut habe, aber immer dachte, ich will es lesen, weil die Fans von diesem Buch sagen, dass es dem Herr der Ringe halt krass nahe kommt, also dass es Tolkien-würdig ist und da habe ich so eine Ehrfurcht vor und oh mein Gott, danke liebe Sarah, ich bin so, so glücklich, dass das jetzt in meinem Besitz ist, in einem so megamäßig guten Zustand, also ich bin ganz, ganz verblüfft und total begeistert und sehr, sehr glücklich, dass du mir ein Hardcover ja mitbestellt hast. Das ist megamäßig cool. Dankeschön. Ich bin gerade total happy darüber. Danke, vielen lieben Dank. Also das ist wirklich ganz, ganz phänomenal cool und ich freue mich da so krass drauf. Vielleicht, ja, das verdient es auf jeden Fall nochmal den Klappentext zu lesen. Vielleicht habt ihr von mir gehört, von Quote, dem für die Magie begabten Sohn fahrender Spielleute. Das Lager seiner Truppe findet er verwüstet, die Mutter und den Vater tot. Sie haben einfach die falschen Lieder gesungen. Wer aber sind die Chandrian, die weißglänzenden, schleichenden Mörder seiner Familie? Um ihnen auf die Spur zu kommen, riskiert Quote alles. In der Hafenstadt Tabern schlägt er sich als Betteljunge durch, bis er als jüngster Schüler auf das Arcanum, die Universität für hohe Magie, aufgenommen wird. Vom Namenszauber, den als Kind fast das Leben gekostet hätte, erhofft sich Quote die Macht, das Geheimnis der gefährlichen Dämonen aufzudecken. Im Mittelpunkt der König-Mörder-Chronik steht ein großer Magier und leidenschaftlicher Wissenschaftler, ein Musiker, dessen Lieder die Sänger zum Weinen bringen und ein schüchterner Liebhaber. Oh Gott, ich bin so gerührt und da ist auch schon direkt eine Karte drin. Da hat man ja schon bei mir ne, die halbe Miete, wenn sich eine Karte, sorry, es ist wirklich toll, weil die Sonne heute scheint, aber die Lichtverhältnisse sind dann immer so ein bisschen strange. Ja, aber hier ist auf jeden Fall eine Karte drin. Das ist ja bei mir schon, wenn der Schriftsteller schon ne, so viel Fantasie besessen hat, eine richtige Karte zu erfinden. Das finde ich ja immer so fantastisch. Ich glaube, das ist mega schwer. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, so eine Welt einfach zu erzählen. Also ich glaube, das ist auch einer der größten Gründe. Ihr merkt, dass ich heute in Quasselaune bin. Aber das ist eines der größten Gründe für mich, warum ich Fantasy auch so liebe. Weil jemand, der sich da hinsetzt und eine eigene Welt erschafft und die einem dann so nahe bringen kann, das ist doch, da gibt es doch fast nichts Schöneres. Ich bin total, also, oh, ich bin so, so happy. Liebe Sarah, du bist wirklich ein Schatz, wirklich, ich kann nur sagen, du hast wirklich eine so fantastisch phänomenale, gute Auswahl für mich getroffen. Ich glaube, besser geht's gar nicht. Ich
Ja, weiß jetzt nicht, ob du gerade das Video drehst für mich oder ja, oder schon das Paket geöffnet hast. Ich werde, ja, wenn ihr dieses Video seht, werde ich mit Sarah schon bereits kommuniziert haben. Aber gerade eben, wo ich es drehe, weiß ich noch gar nicht, ob sie ihr Paket quasi aufgemacht hat. Und ich bin ein bisschen nervös, weil ich glaube, so eine tolle Auswahl habe ich auf jeden Fall nicht getroffen. Ich bin gerade so richtig happy und selig, aber bin gespannt, wie Sarah das machen wird. Wie gesagt, ich bin mal, ja, werde dann ja auch ihr Video sehen, wenn es soweit ist. Ich muss sagen, das war für mich ein sehr, sehr cooles Video. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht und ich bin so froh, dass wir das zusammen machen konnten. Das ist wirklich eine tolle Sache, so zum Ende des Jahres hin. Ja, ich werde schauen, dass ich eventuell ja, sowas vielleicht doch mal öfter mache. Ich finde das total klasse. Ich muss echt sagen, das ist schön, dass jemand anderes die Auswahl für einen trifft mit Büchern, die man ja tatsächlich selber gut findet, aber man aus irgendeinem Grund sie dann noch nicht gekauft hat. Sei es einfach, ja, weil man, ja, es gibt ja tausend Gründe, ne? Also man kann ja auch nicht alles kaufen, was man will gerade. Und das ist wirklich so, so schön, weil jemand dann dir quasi die Entscheidung abnimmt, Herzensbücher dir trotzdem zu holen, die, ja, die man eh irgendwann geholt hätte. Wow, das war ein so, so nicht besonders guter Satz und der auch nicht. Egal. Ich entschuldige mich für mein Wortgehaspeln. Irgendwie bin ich in der letzten Zeit durch den Wind, aber positiv durch den Wind. Ja, ich hoffe, euch geht es allen wunderbar. Ich weiß nicht, wann dieses Video jetzt hochgeladen wird, ob ich das dieses Jahr noch schaffe oder direkt am Anfang des neuen Jahres, aber lasst euch überrascht. Also wenn ihr es seht, ist es ja dann schon soweit und dann wisst ihr ja, wann es hochgeladen wurde. Ja, deswegen wünsche ich euch trotzdem erstmal ein schönes, schöne Feiertage oder so Zwischenfeiertage. Ich finde das immer so herrlich, weil diese Tage zwischen Weihnachten und Silvester, das sind so die Tage, wo sich keiner daran erinnert, welcher Tag gerade ist. Und wo alles irgendwie noch so in so einem Schwebezustand ist. Ich finde das irgendwie ganz angenehm. Die stressigen, wenn auch schönen Tage sind vorbei und irgendwie bereitet man sich auf die neuen Vorsätze und das neue Jahr vor. Das hat irgendwie was. So, viel geschwafelt, aber für mich ein sehr, sehr besonderes Video. Ich bin super happy, dass ich mit BookTube angefangen habe. Und jetzt lasse ich das auch. Ich werde dazu nochmal ein Video drehen und mich nochmal bei euch allen bedanken, weil, ja, weil es einfach ein voll, voll tolles Jahr war. Und dieses halbe Jahr bei BookTube mir einfach sehr, sehr viel gegeben hat. So, ich höre jetzt auf, ihr Lieben. Ich sage einfach mal bis bald und ja, viel Spaß beim Zuschauen.